Das ist die Zypressenwolfsmilch Euphorbia cyparissias, gekennzeichnet durch so ein bisschen gelblich-grüne Blütenblätter, ganz weiche, nadelförmige, lanzettliche Blätter. Und diese Art ist lichtliebend und ist in der Bergsägengruppe. Und Bergsägengruppe bedeutet ja trocken bis mäßig trocken. Und das ist ja eigentlich hier an so einem Nordhang nicht zu erwarten. Aber die Erklärung ist wieder diese Rückegasse, die Sie da im Hintergrund sehen. Das Wasser kommt den Hang runter, wird abgeführt und hier ist eine leichte Erhöhung. Das Wasser fließt in beide Richtungen ab und dadurch ist es hier trockener, als es eigentlich von Natur aus wäre. Diese Pflanze finden wir auch sehr häufig am Rand von Wegen, von Feldern. Und dann noch Wolfsmilch. Sie kennen das höchstwahrscheinlich. Diese ganze Familie der Wolfsmilchgewächse, der Euphorbiaceae, die führen einen weißen Saft. Wenn man die Pflanze also abzwickt und öffnet, sieht man an der Stelle vorne diesen weißen Saft austreten. Der ist durchaus giftig, aber es kommt auf die Dosierung an, wird auch in der Medizin eingesetzt. Wenn man zum Beispiel eine Warze hat und die regelmäßig damit betupft, dann geht die nach und nach weg. Wir sind jetzt hier im Mittelhang angelangt. Wir sind den Eselsweg hochgegangen, den ich Ihnen später mal zeigen werde. Und hier ist ein Geländebruch, es wird steiler und damit kommen wir dann auch in die nächste geologische Schicht, nämlich in die bunten Mergel. Die sind genau wie der Gipskäuper basenreich und tonig, aber härter und deswegen sind es hier auch steilere Hänge. Und hier am Wegrand dominiert eine Pflanze, das ist das kleine Immergrün, Vinca minor, das ist ein Zwergstrauch, also verholzt. Die Blätter sind lanzettlich, ganzrandig, glänzend, erinnern sehr stark an den Liguster, ist aber nicht verwandt mit dem Liguster. Die Blüten sind fünfstrahlig, blassviolett bis dunkelviolett und bei uns meistens steril. Diese Pflanze ist in der Bingelkrautgruppe, zeigt also basenreiche Verhältnisse an und kann sich sehr stark vegetativ, also durch Ausläufer, verbreiten. Und das erklärt auch, dass, wenn sie irgendwo vorkommt, oft in so dichten Herden vorkommt, es kann gut sein, dass sie sehr nah miteinander verwandt sind. Zu dieser Pflanze ist noch einiges Interessantes zu erzählen. Es ist erstens gar nicht ganz sicher, ob das eine heimische Pflanze ist oder schon zur Römerzeit zu uns gebracht worden ist, aus dem mediterranen, submediterranen Bereich. Und diese Pflanze ist auch eine Zierpflanze. Sie wurde oft früher in Gehöften, in Schlössern, Burgen angepflanzt und gilt heute als sogenannter Gartenflüchtling. Das heißt, sie hat sich aus diesen Gärten dann langsam ausgebreitet. Und im Umfeld von alten Gehöften oder Burgen gibt es ja viel Stallabfälle, Küchenabfälle. Der Boden wurde also nährstoffreicher dadurch. Und das erklärt manchmal, dass es irgendwie in einem Grundgestein, wo die Art gar nicht zu Hause ist, nämlich im sauren Grundgestein, die dann auf einmal vorkommt. Und dann kann man sehr sicher sein, dass irgendwo in der Nähe ein altes, aufgelassenes Gehöft oder Burg war, von der aus die sich dann ausgebreitet und gehalten hat. Für uns hier in der Natur, wo kein Gehöft war, in der Nähe, können wir die auf jeden Fall heranziehen als Zeigerpflanze für basenreiche Verhältnisse. Es fällt dieses Frühjahr auf, dass wir sehr viele von diesen Gebilden sehen, in einer ganz, ganz großen Deckung auf unseren Waldböden. Das sind die männlichen Blütenstände der Rotbuche. Man sieht die gelben Pollensäcke, die da raushängen. Und wenn die in einer solchen Menge vorkommen, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es diesen Herbst eine Buchenvollmast gibt. Die Rotbuche ist, wie die meisten unserer Waldbäume, windbestäubt. Das heißt, die Pollen werden in sehr, sehr großer Zahl produziert. Es ist ja dem Zufall überlassen, ob sie ihre weiblichen Blüten auch finden. Die weiblichen Blüten bleiben in der Krone, deswegen sind die nicht so bekannt, nicht so offensichtlich und aus denen entwickeln sich dann später die Bucheckern. Das ist in einer bestimmten Region miteinander synchronisiert. Das heißt, wenn Buchen blühen, dann blühen alle Vertreter dieser Art in einem großen Umkreis. Diese rötlich-braunen, schmalen blattähnlichen Organe, die dazwischen liegen, das sind Nebenblätter oder Stiepeln, die bei der Rotbuche die Knospe wie eine zusätzliche Schicht an Knospenschuppen umhüllen und jetzt im Frühjahr mit Schwellen der Knospen abfallen und in großer Zahl zu Boden fallen.
Wir sind jetzt ein gutes Stück den Hang nach oben gekeucht, sind immer noch nicht ganz oben an der Hangkante, aber schon im oberen Drittel oder Viertel des Gesamthanges. Wir sind geologisch immer noch in den bunten Mergeln, aber darüber ist ja der Stubensandstein. Und da ist über die Jahrmillionen immer wieder Gestein den Hang runtergerutscht und runtergerollt und hat natürlich damit auch dieses basenarme Gestein in diese Schichten gebracht. Und deswegen haben wir so eine Übergangszone, wo es Basenzeiger und Säurezeiger in enger Verzahnung nebeneinander gibt. Also unten nur Basenzeiger, oben nur Säurezeiger. Hier haben wir diese Übergangszone. Wenn man aber hier runter bohrt oder auf die geologische Karte guckt, sieht man eindeutig, wir sind noch in den bunten Mergeln. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter schaut, auch im Hintergrund, wir sind hier in diesem oberen Drittel des Hanges auf einem kleinen Rücken. Und das heißt, das Wasser fließt jetzt nicht nur den Hang runter, sondern auch noch seitlich jeweils weg. Und das führt dann auch hier zudem zu deutlich trockeneren Verhältnissen, als wir unten gesehen haben. Ich sitze jetzt hier bei einem sehr kleinen, unscheinbaren Gras. Das hat dunkel, kräftig grüne Blätter, die glänzend grün sind, glänzend und glatt in beide Richtungen. Das ist jetzt im sterilen Zustand. Wenn es blüht, wenn mehr Licht wäre, dann würde es durchaus so groß und hätte oben eine feine Rispe. Das ist wohl das bedeutendste Gras in Deutschlands Wäldern. Es ist nämlich die Drahtschmiele, Deschampsia flexuosa. Und die ist ja auch namengebend für die Gruppe, die Drahtschmielengruppe. Und die zeigt schwachsaure Verhältnisse. Also nicht so stark wie Heidelbeer-Heidekraut, aber auch nicht im Mesotrophenbereich, sondern ein bisschen dazwischen. Hat eine große Amplitude, auch was das Wasser betrifft, von mäßig frisch über sogar mäßig trocken bis feucht. Entscheidend ist schwach sauer. Warum ist die so bedeutend in Deutschlands Wäldern? Nun, über die Jahrtausende haben die Menschen auch ohne Standortskartierung herausgefunden, wo wächst das Getreide oder andere Nahrungspflanzen besser, nämlich auf den basenreichen Standorten. Und deswegen sind nach und nach die basenreichen Standorte eher gerodet worden und für Landwirtschaft genutzt und die saueren sind übrig geblieben. Basenreiche Mittelgebirge gibt es an sich nur dann, wenn es so steil ist, wie zum Beispiel der Albtrauf, dass eine Landwirtschaft nicht mehr möglich ist. Und was übrig geblieben sind dann also überwiegend saure Mittelgebirge, zum Beispiel der Harz, der Pfälzerwald, das ganze rheinische Schiefergebirge mit Eifel, Hunsrück, Taunus, Westerwald, Schwarzwald, Fichtelgebirge, Bayerischer Wald. Also riesige Flächen von überwiegend saurem Grundgestein. Zudem hat es Versauerungstendenzen gegeben durch waldweite Streunutzung, sauren Niederschlag. Das hat diese Entwicklung noch weiter verstärkt. Die Drahtschmiele, also schwachsauer, ist noch voll buchentauglich, eichentauglich, aber zu der Drahtschmiele passt von der Trophie auch sehr gut die Fichte, wenn denn der Boden frisch und tiefgründig ist. Tiefgründig ist er hier wahrscheinlich nicht, weil es ein Oberhang ist und viel Material nach unten geschwemmt wird, aber vor allen Dingen ist es hier zu trocken. Wir sehen, hier ursprünglich waren hier Buchenmischwälder, dann Eichenmittelwald. Und was wir jetzt hier sehen als Aufforstungsbaumart aus dem 19. Jahrhundert, ist überwiegend die Waldkiefer. Die passt natürlich wunderbar hier hin. Schwach sauer, relativ trocken. Also ein idealer Standort für Waldkiefer oder auch für die Traubeneiche. Wir haben jetzt hier auf dem Weg nach oben immer wieder so kleine Zweigabsprünge von der Waldkiefer gesehen, etwa 10 cm lang. Und die sind dann immer noch im grünen Zustand. Das hat eine ganz besondere Geschichte. Da steckt ein Insekt dahinter, das Sie vielleicht schon bei Herrn Fuchs kennengelernt haben oder kennenlernen werden. Es ist der Waldgärtner. Streng genommen gibt es da zwei Arten, den großen und den kleinen Waldgärtner. Was machen die? Die bohren sich im Spätsommer und im Herbst in den Zweig ein. Ich zeige Ihnen im Detail das Einbohrloch. Und überdauern da drin im Schutz des Zweiges im Zentrum. Im nächsten Frühjahr bohren die sich dann irgendwann mal aus und durch den Wind wird an dieser Ausbohrstelle der Zweig abgebrochen und liegt dann am Boden. Da durch den Fraß nur das Innere, das Mark, ausgefressen wird, aber draußen Splint, Cambium und Bast erhalten bleibt, kann die Photosynthese, Wassertransport, Assimilatetransport ganz normal weiterlaufen und deswegen bleiben die Zweige grün. Wenn sie also zu Boden fallen, sehen sie aus wie abgeschnitten von einem Waldgärtner. Daher dieser bildhafte Name. Das bringt die Bäume nicht um,
Aber da die Kiefer ja nur 2 bis 3 Nadeljahrgänge hat als Lichtbaumart, kommt es natürlich bei einem starken Befall zu einer geringeren Assimilation, zur Zuwachsverlustung und zur Schwächung. Und wenn dann noch ein paar andere Stressfaktoren wie andere Borkenkäfer, Trockenheit, vielleicht Kiefernmistel dazukommen, kann das den Bäumen den Rest geben. Aber dieser Waldgärtner für sich tötet die Bäume normalerweise nicht. So, jetzt sehen wir hier einige waldgeschichtliche und waldbauliche Bilder. Zunächst mal können Sie sich vorstellen, dass vor dem Einfluss des Menschen hier Buchen-Urwälder vorherrschten, die dann nach und nach durch Eichen-Mittelwälder, wie fast überall im Raumort, ersetzt wurden. Und irgendwann im späten 19. Jahrhundert wurde hier der Mittelwald gerodet und es gab eine Mischart aus Kiefer, Lerche und Fichte, die sogenannte Ramott-Mischsaat. Die Fichten sind größtenteils durch Sturm- und Borkenkäfer verschwunden. Auch die Lerchen sehen sehr trocken aus und verabschieden sich langsam. Was man aber noch sieht im Hintergrund an der orange-roten Spiegelrinde, ist die Waldkiefer. Die ist hier etwa 140 Jahre alt. Das ist eine Lichtbaumart, die sich hier unten im eigenen Schatten, vor allem im Schatten der Buchen, die ja auch noch hier geblieben sind, nicht gut verjüngen kann. Das heißt, sie waren jetzt eine Generation da, haben ihre wald- und forstgeschichtliche Rolle zur Wiederbewaldung gespielt. Und wenn man jetzt sieht, was unten nachkommt, ist fast ausschließlich die Rotbuche, also eine Schattbaumart, eine Baumart der natürlichen Waldgesellschaft, die sich unter Kiefer, aber auch unter sich selber sehr gut verjüngen kann. Und wenn man hier nicht weiter eingreift und irgendwelche Schattbaumarten, wie zum Beispiel die Weißtanne, pflanzt, wird das hier nach und nach ein Buchen fast rein Bestand. Wir sind jetzt diesen Hang noch etwas weiter nach oben gegangen, kurz unter der Hangkante oben zur Lauswil-Ebene angelangt. Und jetzt sind wir auch wirklich im Stubensandstein. Das heißt, wir haben diese Übergangszone, wo der Stubensandstein über die bunten Mergel rutscht, verlassen. Hier sehen Sie, dass der Stubensandstein ansteht. Den hatten wir ja schon im Januar bei der Einführungsexkursion mit Herrn Truffner erklärt und die Stubensandsteinmühle uns angeschaut. Und hier habe ich so 2 Stücke und wir hatten ja auch da demonstriert, wenn man die aneinander reibt, rieselt der Sand, mit dem früher die Böden gescheuert wurden, herunter.